Der Mensch zerstört das ökologische Gleichgewicht. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die internationale Gemeinschaft begreift das nun endlich. Der Mensch übernimmt Verantwortung und handelt. Ja, das ist ein bisschen.
Schauen wir, ob sowas auch im Sommer möglich ist, wo es am Berg oben immer, eigentlich immer kälter ist und in den Städten und in den Tälern und so. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Auf Wiedersehen.